Berufserlebnis Tag Technik 2011. Wir sind heute hier bei der Firma Holzherr in Volzberg und dürfen die Burschen und Mädchen der dritten Klasse der neuen Mittelschule Volzberg heute bei ihrem Erlebnistag begleiten. Kinder bei dem Arbeit ein bisschen zeigen und wo dann vielleicht auch das Interesse geweckt wird. Sie sind die Obfrau des Ausbildungsverbundes. Was kann man sich unter dem Berufserlebnistag vorstellen? Ja, wir haben für das Schuljahr 2010-11 etwas Neues einfallen lassen, das LFI Steiermark bzw. der Ausbildungsverbund Metall. Und zwar haben wir mit den 8 neuen Mittelschulen in der Lipizzaner Heimat gemeinsam mit den 10 Ausbildungsverbundbetrieben hier diesen Berufserlebnistag Technik kreiert. Es ist ein spezielles Projekt, und zwar ein spezielles Projekt abgestimmt auf die dritten Klassen der neuen Mittelschulen, das heißt für die 7. Schulstufe, mit dem sozusagen die Jugend, die Burschen, die Mädchen unterstützt werden sollen in ihrer Berufs- und in ihrer Bildungswahl. Und dabei geht es vor allem darum, Interesse zu wecken, Mut zu machen für technische Berufe. Es geht um Informieren, um Anschauen, um Ausprobieren und letztlich um Erleben mit allen Sinnen der technischen Arbeitswelt in der Region Lipizzaner Heimat. Dass dieses Projekt Berufserlebnistag Technik sowohl für die Regionalentwicklung als auch für internationale Bestrebungen von Bedeutung ist, zeigt die Beteiligung am EU-Projekt Jura und die Unterstützung des regionalen Beschäftigungspaktes Steirischer Zentralraum. Das Projekt Jura wurde entwickelt, um Strategien und Konzepte und auch Pilotaktionen durchführen zu können, um der Abwanderung von Jugendlichen in den Regionen entgegenzuwirken. Die Innovation Region Styria in diesem Fall ist Partner im Projekt und deckt die Ost- und Weststeiermark sehr gut ab. Wir haben hier das Glück, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, mit dem LFI Steiermark im Rahmen des ABV-Verbundes. Und einer Ihrer Aktionen ist eben dieser Berufserlebnistag Technik. Das ist für die Region ganz wichtig, denn wir haben im Vorfeld im Rahmen von Studien erhoben, dass wir einen sehr großen Facharbeitermangel haben, gerade in der Metallwarenindustrie und auch in der Elektroindustrie. Der Beschäftigungspakt Steirischer Zentralraum unterstützt Maßnahmen zur Sicherung der Fachkräfte in der Region. Und es ist uns besonders wichtig, dass Jugendliche möglichst früh in diesen Prozess auch aktiv mit eingebunden werden, dass hier Informations- und Öffentlichkeitsarbeit passiert. Und der Berufserlebnistag ist ein guter Weg in die richtige Richtung und weshalb wir ihn auch über den Beschäftigungspakt unterstützen. Die Ziele, die mit diesem Pilotprojekt erreicht werden sollen, sind sehr vielfältig. Wichtigstes Anliegen dieses Pilotprojektes ist es, bereits in der dritten Klasse auf die naturwissenschaftlich-technische Berufs- und Arbeitswelt in der Heimatregion neugierig zu machen. Für die ABV-Unternehmen liegt der Mehrwert darin, dass wir uns grundsätzlich als Unternehmen präsentieren können, dass wir die Tore öffnen für die Jugendlichen, dass sie sehen können, was wir hier machen. Wichtig ist uns auch, dass wir Fachkräfte brauchen für die Zukunft und dass wir natürlich Standortsicherung betreiben müssen. Das heißt, Fachkräfte sind für uns ein wesentliches Um und Auf und wir müssen schauen, woher wir unsere Lehrlinge, unsere Jugend bekommen, um auch natürliche Abgänge zu ersetzen und auch zu wachsen und Fachkräfte zu rekrutieren sozusagen. Der ABV ist ein Zusammenschluss, der gewährleistet, dass wir einen besseren Zugang zu den Jugendlichen haben. Uns ist ja auch die demografische Entwicklung sehr wohl bewusst, dass die 15-Jährigen stark im Rückgang sind. Und wir wollen uns ganz einfach gut positionieren. Der Berufserlebnistag ist hier eine ganz tolle Möglichkeit, auf uns Betriebe aufmerksam zu machen, auf die Möglichkeiten aufmerksam zu machen, die es in den Betrieben gibt. Wir wollen den Jugendlichen einfach eine Zukunftsperspektive aufzeigen, die ihnen ermöglicht, Entscheidungen bezüglich ihrer Berufswahl zu treffen. In Seminaren mit den Lehrlingen, mit den Lehrerinnen, mit den Ausbilderinnen und der Berufsfindungsbegleiterin Magistra Romana Knorre hat Frau Magistra Sonja Hutter, Obfrau des ABV Metall, die schul- und unternehmensübergreifenden Aktivitäten erarbeitet. Es ist sehr schön, dass wir sagen können, dass 387 Schülerinnen und Schülerinnen teilnehmen.
und dass auch unzählige Eltern die Gelegenheit wahrnehmen, sich die Betriebe anzuschauen. Wenn man dann auch die Lehrpersonen und auch die Betriebspartner mit hineinnimmt, ist das ein Projekt, das seinesgleichen sucht. Und diese Schnittstellenfunktion in einer Region wie Vorarlberg zu machen, ist natürlich ein großer Vorteil. In Workshops und Elternabenden wurden für die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern die Chancen dieses kooperativen Projektes sichtbar gemacht. Außerdem ist es noch sehr, sehr wichtig für uns als Schule, dass wir mit eine gute Zusammenarbeit mit den Betrieben haben, dass wir die Betriebe kennenlernen und dass wir wirklich so toll zusammenarbeiten können. Für spätere Sicht hin ist das sicherlich ganz wichtig. Höhepunkt für die 387 Burschen und Mädchen ist ein Erlebnistag in den ABV Metallunternehmen. Die Ausbilder haben dafür ein attraktives und spannendes Programm zusammengestellt, das Technik und Kreativität bestens miteinander verbindet. Herausforderung war es natürlich auch, die geeigneten Arbeiten und ein geeignetes Werkstück für die Schüler zu finden, wo sie eine Herausforderung finden und die Aufgabe trotzdem lösen können. Lustig war es natürlich, mit den Schülern zu arbeiten. Die Begeisterung, die sie an den Tag legten, das war einfach wunderbar. An diesem Tag stehen Freude und experimentelles Ausprobieren im Mittelpunkt. Die Mädchen und Burschen können ihre Fähigkeiten bei praktischen Tätigkeiten erkunden, Informationen einholen und somit regionale Unternehmen kennenlernen und erste Kontakte knüpfen. Engagement, Begeisterung und Spaß ist bei allen Beteiligten sichtbar und spürbar. Ich habe Löten gelernt, wir haben auch einen Schaltkreis aufgebaut. Also wir haben mit einem Lehrling einen Schaltkreis aufgebaut und gelötet. Und wir haben auch eine Lampe mit dem Firmenlogo drauf gebaut. Wir haben löten können, wir haben an der CNC-Fräsmaschine arbeiten können, haben schleifen müssen und jetzt am Schluss haben wir eine Glühlampe draus gemacht, also eine Tischlampe. Sabrina hat uns gezeigt, wie man Gewinde bohren, wie das Gewinde schneidet. Und dann hat sie ein Öl drauf dann und dann haben wir es reinschneiden müssen. Und das hat mir echt sehr gut gefallen. Also ich habe entdeckt viele große Maschinen, die ich noch nie gesehen habe vorher. Eben einen Metallbereich und einen Elektrobereich. Viele nette Menschen und ich habe nicht gewusst, dass die Firma in zwei Teile geteilt ist. Kannst du dir vorstellen, in so einem technischen Bereich auch einmal beruflich tätig zu werden? Das muss ich mir noch überlegen. Aber es gefällt mir hier sehr gut. Wie sehen die Unternehmen das? Also die Unternehmen waren seit Anbeginn mit viel Begeisterung auch dabei. Warum? Es ist für sie auch wieder eine neue Herausforderung, mit Kindern in dieser Altersstufe zu arbeiten. Und ich habe einfach gesehen, dass hier sehr, sehr viel Kreativität an den Tag gelegt worden ist, sehr viel Biss dabei war, hier irgendwas Lustiges zu veranstalten. Und ich denke mir, es ist für alle Seiten eine sehr angenehme und spaßhafte Angelegenheit gewesen.